Ja, ich habe Lipgloss drauf. So, ich mache heute eine Lesepause. Ihr habt das Gefühl, mich seit Tag nur noch mit Lilith und Rolf zu beschäftigen. Und ich glaube, es würde mir ganz gut tun, mal einen Schritt zurückzugehen. Ich möchte nicht, dass sich da so ein genervter Groll aufbaut. Aber inzwischen haben sich so, das haben sich ja ein, zwei Leute die Videos angeschaut und ich habe auch mit meinen Freundinnen viel darüber geredet und sehr viel mit meinem Mann auch diskutiert über über dieses Buch und über das, was ich da mache. Eigentlich war das gar nicht so geplant. Das ist jetzt, entwickelt sich zu einem sehr zeitintensiven Projekt. Es macht mir auch wahnsinnig Spaß. Aber es ist, es löst mehr aus, als ich gedacht hätte. Das fand ich schon mal ganz spannend. Andererseits nimmt es eine Dimension an, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich dachte, ich habe das Buch in 2 Stunden durch. Und normalerweise ist es auch, denke ich, ein Buch, was man in 3 Stunden locker durchgelesen hat. Diese merkwürdigen Geräusche kommen vom Hund. Das bin nicht ich. Es sind mir so ein paar Punkte hängen geblieben die letzten Tage, die ich gerne geklärt haben möchte, auf die ich aufmerksam machen möchte. Und ich dachte, na, wenn ich heute lesefrei habe, heißt das ja nicht, dass ich drehfrei habe. Ich habe vor, ich glaube, 2 Tagen gesehen, dass die Autorin Lilith van Leuven auch in einem Forum ist, in dem ich bin, in dem ich sehr aktiv bin. Und auch sie ist dort aktiv, nicht so aktiv wie ich, aber trotzdem, sie ist da. Und ich habe auch in diesem Forum meine Videos geteilt ja, hallo. Und hab jetzt ein komisches Gefühl. Dachte, wie würde sich das. Ja, sag hallo. Ja, ich habe Lipgloss drauf. Ja, okay. Ja. So. Und es hinterließ, als ich das entdeckt habe, hinterließ das so ein merkwürdiges Gefühl bei mir. Ich hatte so den Eindruck, oh Gott, hoffentlich sieht sie jetzt die Videos nicht und denkt und fühlt sich blöd dabei oder fühlt sich als Person bewertet. Es war irgendwie, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn sie das jetzt so liest, als würde ich mich über sie lustig machen, als würde ich über sie lästern. Das ist nicht der Fall. Ich bewerte nicht die Frau, die reelle Frau, die mit Rolf eine Beziehung hat und sie mit ihr heute noch lebt. Das steht mir überhaupt nicht zu. Was ich bewerte und beurteile, ist das Buch, ist der Roman, ist die Figur Lilith und die Figur Rolf. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass ich das trenne. Dass ich nicht die reale Beziehung der beiden bewerte oder mich darüber lustig mache. Ich kenne die beiden nicht und mich interessiert ihre Beziehung auch nicht. Was mich interessiert ist, dass es ganz viele Männer gibt, die sich auf dieses Buch berufen und denken, so funktioniert FLR und so funktionieren Femdoms. Und das stößt mir sogar auf, weil es betrifft mich privat, es betrifft meinen persönlichen Bereich. Und deshalb bin ich halt auch oft so stinkig, was dieses Buch betrifft. Es gibt noch so ein, zwei Sachen, die mich an dem Buch stören. Besonders weil es ein Buch ist über FLR. Ansonsten würde ich halt sagen, ab dafür. Es ist einfach kein frauenfreundliches Buch. Schon der Umschlag richtet sich an Männer. Also eine Frauenbrust, weiter nichts, in Spitze gehüllt. Das ist ein Tittenverkaufsargument. Also das finde ich ganz, ganz schwierig, besonders in mit dieser Thematik. Und es ist für mich einfach auch eine Art von Sexismus, wenn ich mit solchen Mitteln ein Buch verkaufen möchte. Und ich finde, das ist einfach ein völlig falscher Impuls, der da gegeben wird. Und einen weiteren falschen Impuls sehe ich in dem Schlagsatz, der zum Kauf animieren soll. Hast du einen Mann am Schwanz, hast du ihn ganz. Das ist ebenfalls Sexismus, das ist diesmal nur männlicher Sexismus. Damit wird ein Männerbild heraufbeschworen, das ich nicht unterstützen kann.
Das reduziert Männer in einer Art und Weise, die ich unangebracht finde. Und ich lasse mich da auch nicht auf irgendwelche Diskussionen ein, so von wegen, ja, das ist ja eigentlich nur witzig gemeint und es ist ja nur eine Metapher und auch das Titelbild, mein Gott, das ist aber doch stilvoll und das ist doch nicht sexistisch. Menschen, die solche Argumente bringen, sind meistens Menschen, die sich mit dem Thema Sexismus, Feminismus, Emanzipation nicht wirklich beschäftigt haben und da lohnt eine Debatte gar nicht. Wenn es ein Buch ist, was auch noch von weiblich geführten Beziehungen handelt, dann stört mich das massivst. Das sind Punkte, die mich damals schon davon abhielten, das Buch zu kaufen. Ich wollte das nicht noch unterstützen. So, und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, warum ich dieses Buch gelesen habe oder dieses Buch lese. Das habt ihr inzwischen wahrscheinlich schon mitbekommen. Es geht mir eben darum, dass ich mehrheitlich auf Männer treffe, die auch dieses Buch gelesen haben und plötzlich die eigentlich aus der BDSM-Schiene kommen und plötzlich denken, dass FLR irgendwas mit BDSM zu tun hat. Und das geht mir einfach völlig gegen den Strich. Ich führe eine FLR, die ist völlig BDSM-frei, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Es gibt bei uns keine Strafen und es gibt auch keine Regeln und es gibt keine Haue, es gibt keine Ohrfeigen und ich fühle mich auch nicht auf wie eine Lady und lasse alles stehen und liegen. Wir machen mehrheitlich den Haushalt gemeinsam. Also das hat alles nichts mit dem zu tun, was in diesem Buch beschrieben wird. Und das stört mich einfach enorm. Weil die Männer, die dieses Buch gelesen haben, denken, wenn ich sage, ich wünsche eine FLR, dann denken sie, sie wissen, um was es geht. Und sie haben eine völlig verdrehte Sichtweise dadurch gewonnen. Dieses Buch ist möglicherweise interessant für Frauen, die einen dominanten Mann kennenlernen, der seine BDSM-Neigung mit ihr ausleben möchte. Und diese Neigung beinhaltet eben unter anderem, dass er geschlagen werden möchte und kontrolliert werden möchte und was weiß ich noch alles für Kinks. Da kann es vielleicht hilfreich sein zu sehen, wie andere Frauen damit umgehen, und welche Schwierigkeiten es da gibt und so. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Für Frauen, die von sich aus dominant sind, ist dieses Buch einfach ärgerlich. Es ist in erster Linie ärgerlich. Und für submissive Männer ist dieses Buch wahrscheinlich sehr irritierend, weil wenn es eine der Einstiegsbücher ist, sagen wir mal, wenn sie sich darüber informieren möchten, und dann wird ihnen ja das Bild vermittelt, dass es gar keine dominanten Frauen gäbe. Also es wird jetzt, haben wir gestern gerade gehört, in so einem kleinen Nebenkapitel angerissen, dass ja sowas möglich sei, auch wenn es schon ein bisschen seltsam ist, wenn Frauen von sich aus dominant sind. Kann es sowas überhaupt geben? Und wenn ja, was macht die denn dann? So, also dieser Mann, der vielleicht submissive Neigungen hat, liest dieses Buch und denkt, na toll, gibt es das gar nicht, was ich mir vorstelle? Doch, das gibt es. Doch, das gibt es. Und es gibt viele von uns. Und wir möchten auch gerne gefunden werden. Wir werden allerdings ständig belagert von irgendwelchen dominanten Subs, die uns erzählen wollen, wie die Welt funktioniert. Ihr müsst einfach tapfer am Ball bleiben. Ihr schafft das schon. Ich halte dieses Buch nicht für eine besonders gute Informationsquelle. Da gibt es andere, da gibt es bessere. Wenn du eine Femdom bist oder werden möchtest, wenn du da dementsprechende Neigungen verspürst, kann ich dir den Blog Femdom Erleben ans Herz legen. Der ist ganz toll geschrieben, der bringt unheimlich viele Informationen zu dem Thema, der erklärt ganz viel und der nimmt einem auch die Angst, dass man komisch ist. Das ist schon mal sehr angenehm. Ich habe selber immer nur auszugsweise davon gelesen. Ich möchte nicht meinen BDSM oder mein FLR verwässern lassen. Ich ziehe sowieso mein eigenes Ding durch und ich bin auch sehr autark und ich bin sehr fest in meinem Standing. Ich weiß, was ich will und ich brauche jetzt nicht so die Ratschläge. Da unterhalte ich mich dann lieber mit Freundinnen und
da können wir uns dann wirklich persönlich austauschen und detailliert austauschen. Aber generell ist es, finde ich, für den Einstieg eine ganz, ganz tolle Seite. Wenn ihr am BDSM interessiert seid, verlinke ich euch einen Kanal, der ist allerdings englischsprachig, der ist aber wirklich gut. Also das ist eine Domina, die praktiziert das also beruflich, die macht das aber auch, weil sie Bock drauf hat. Und das, ich finde, es ist einfach ein sehr netter Kanal. Weiter zum Thema BDSM gibt es tolle Bücher von Matthias Grimme. Klar, das ist das Urgestein, was BDSM angeht. Ist auch der Herausgeber, ich glaube, Herausgeber der Schlagzeilen. Das ist eine SM-Zeitschrift. Die gibt es, glaube ich, einmal am Monat. Verlinke ich euch auch gerne. Es gibt verschiedene Foren, die sich mit dem Thema BDSM beschäftigen. Es gibt sehr wenige Foren, die sich mit dem Thema FLR beschäftigen. Das ist einfach zu speziell und es ist ja auch ein Beziehungskonzept. Und die Gefahr ist halt ständig, also wenn es in BDSM-lastigen Foren ist, dann sind die Themen, die sich um FLR drehen, irgendwie auch BDSM-Themen. Also die Vermischung ist sehr stark. Im Joy Club ist eine sehr gute FLR-Gruppe. In der Sklavenzentrale ist auch eine FLR-Gruppe. Und es gäbe da noch für diejenigen, die keine Scheu vor Englisch haben, bei FetLife, da gibt es, da findet ihr sowieso alles. Da müsst ihr euch halt durchwühlen. Es ist, alle drei Seiten sind. Brauchen erstmal eine gewisse Eingewöhnungszeit. Bücher zu dem Thema, wie gesagt, gibt es sehr wenig. Es gibt mehr zum Thema BDSM und leider sind fast alle BDSM-Büchern für Männer geschrieben worden. Ganz schlimm sind die Femdom-Bücher. Das sind fast alles Bücher, die das Kopfkino männlicher Subs bedienen sollen. Das macht einfach, das bringt am meisten Kohle. Und diese Bücher sind wirklich einfach zu ärgerlich, tut euch den Scheiß nicht an. Ich glaube, das ist so das, was ich jetzt sagen wollte. Und wenn mir noch was einfällt, dann tacker ich das nach hinten dran. Okay? Alles klar. Okay, morgen mache ich wahrscheinlich auch noch Pause und ich muss dann mal gucken. Frank hat die nächsten 2 Wochen Urlaub. Ich will nicht den ganzen Urlaub nur mit Rolf und Lilith verbringen. Ich möchte auch ein bisschen Zeit für mich haben. Schauen wir mal, wie ich das reinbastle. Okay. Bye.